Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute bei mir eingetroffen die Look Fantastic Beauty Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen und zu gucken, was sich im Februar hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box kostet zwischen 15 und 20 Euro, kommt aus England. Aktuell ist es ein bisschen schwierig mit dem Versand wegen Brexit und so. Meine Box ist tatsächlich auch aus Deutschland gekommen. Sehr, sehr crazy. Und witzigerweise, weil ich jetzt eine Kooperation auch mit Look Fantastic habe, habe ich jetzt hier eine zweite. Die zweite werde ich hier auch in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Denn ich habe halt einmal meine, die ich ganz normal und regulär im Abo habe. Und dann noch die zweite, die mir dann jetzt dieses Mal geschickt wurde, damit ich sie hier halt auch verlosen kann. Und Box gehört zur The Hut Group, also quasi gehört auch zusammen mit Glossy Box. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was wir hier drin haben werden. Es ist ja alles ein bisschen verrückt in der aktuellen Zeit. Bin ich sehr gespannt, was die Leute sich überlegen, die Boxenpacker, wenn sie die Boxen packen. Hier steht im Deckel immer so ein Spruch drin und den lese ich euch mal kurz vor. You are loved, you are worthy, you are magical. Du bist geliebt, du bist es wert und du bist magisch. Das finde ich schön. Ja, passend zu diesem Monat. In der Liebe, ne? Wir haben Valentinstag gehabt und alles ist wundervoll. Menschen tragen die rosarote Brille und sind glücklich darüber. Und das hier scheint das Magazin aus England zu sein, weil so sah das noch nie aus. Oder das ist ein neues Design, das weiß ich nicht. It's time to be your own soulmate. Es ist Zeit, dass du dein eigener Seelenverwandter wirst. Und das stimmt auch irgendwo, denn du musst wirklich zusehen, dass du dich erst selber liebst. Denn dann könnte ich auch andere lieben. Das ist sehr schwer, wirklich. Also es ist für mich auch sehr, sehr schwer immer wieder gewesen. Manchmal hat man auch so seine Momente, wo es halt nicht so wirklich funktioniert. Da muss man sich nochmal besinnen. Ich schreibe zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch. Jeden Abend habe ich mir dieses Jahr vorgenommen. Und es läuft echt gut, kann ich euch nur empfehlen. Und hier haben wir dann entsprechend das Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit den Preisen, mit Informationen zum Beispiel über Moringa sind hier Informationen drin, dann Maskne, we've got you covered, okay, das sagt mir nichts, achso, Maskne, das ist, so nennt man das doch jetzt, glaube ich, ne, wenn du, das hier ist eine Maskne, das kommt quasi daher, also die Unreinheiten, die man hat von der Maske, die man nun mal trägt, ja gut, es ist ja in aller Munde, Treasure, 10 Bücherempfehlungen, das finde ich nice. What's coming up? Okay, das nächste Mal haben wir was von Christoph Robert drin und zwar die Regenerating Mask. Okay, das ist für die Haare eigentlich, ne? Genau, das ist einmal hier abgebildet, ne? Und dann wird hier auch noch gespoilert, hier Limited Edition Alert, die war schon so schnell ausverkauft, die Look Fantastic Valentine's Collection. Aber hier ist auch noch ein Limited Edition Alert für die Muttertagsedition. Und die sieht ja mal richtig schön aus. Die erinnert mich sehr an die Verpackung von dem Look Fantastic mit Rituals. Ah, den habe ich hier gar nicht mehr stehen, da hatte ich eine ganze Zeit lang meine Pinsel auch drin aufbewahrt. Das ist interessant, da bin ich gespannt. Caudalie Firming Cashmere Cream soll da auch mit drin sein. Caudalie ist eine schöne Marke. So, jetzt möchte ich aber wissen, was in der Box hier drin ist, Leute, ne? Labarababa. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Entschuldigung, Sammy. Oh, der hat hier hinter mir eben gelegen und geschnarcht. Jetzt habe ich den voll aufgeweckt. Es tut mir leid, Maus. Der guckt mich an, als wäre ich irre. Oh, Maus, es tut mir leid. Es tut mir leid. Na gut, der kriegt jetzt ein Jam. Ein Frauchen hat sich erschrocken, Jam. Da habe ich hier... Ja, scheiße. Wow, das ist mir aus der Hand geglitten. Ich will das ja immer so ganz elegant machen. Ist mir gerade nicht so ganz gelungen. Ja, nimm dir lieber ein. Es tut mir leid, ja. Okay, ja, das hier ist der Blick in die Box oder auch nicht. Genau. Oje, oje, oje. Okay, das ist jetzt alles ein bisschen durch die Gegend geflogen. Wir fangen jetzt mal mit dem ersten Produkt an, was mir in die Hand fällt. Das ist von Ilamasqua, 6 ml von dem Beyond Veil Skin Glowing Gel. Und ich kenne ja den Veil Primer tatsächlich. Den hatten wir auch schon mal in Adventskalender mit drin oder ich glaube sogar in der Look Fantastic Box. Das hier scheint aber nochmal was anderes zu sein, weil die Schrift ja auch so holographisch
ist. Also das ist dann bestimmt wieder so eine Art Highlighter, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich habe hier noch so ein Deckelchen, das mache ich auf. Ja, das sieht aber cool aus. Das mag ich ja leiden. Sieht man das? Ja, ne? Wird auf jeden Fall in meinem Fullface Beautyboxen ausprobiert, Leute. Schaut da auf jeden Fall rein, dann werde ich quasi... Das ist so... Gehst du rein? Es ist so Pudding... Pudding-Primer-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Das wabbelt und lässt sich halt nicht so wirklich eindrücken. Sehr interessant. Da bin ich gespannt, wie sich das dann applizieren lässt, wie sich das auftragen lässt. Gar nicht. Hä? Wie nehme ich denn? Wahrscheinlich mit dem Pinsel musst du da richtig reingehen. Weil so kriege ich zwar was auf den Finger, aber das dann auf die Hand zu bekommen oder dann später auch aufs Gesicht wird sehr interessant. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das am besten machen kann. Ich habe das jetzt hier so ein bisschen drauf, aber da siehst du jetzt auch nicht das Ultimative von, ne? Muss ich ja ehrlich sagen. Wird ausprobiert, wie gesagt, schaltet ein, seid dabei. Am besten abonnierst du auch diesen Kanal, um keine Videos mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Und bestenfalls nochmal das Glöckchen aktivieren, das wird mir auch einfach so, ne, dieses Algorithmus-Gedönsen, das wird mir einfach helfen. Genau, wäre cool. Und ja, hier haben wir dann, wie gesagt, einmal dieses... Beyond Veil Skin Glowing Gel. Da muss ich mich nochmal ganz intensiv mit beschäftigen, ob das... Das ist doch... Designed for dull and dehydrated skin. This lightweight skin glowing gel instantly helps hydrate and smooth your skin. Okay, also im Prinzip kannst du das wirklich... Du kannst das über dein... Das ist ein Primer, Leute. Das kann man über sein gesamtes Gesicht geben. Da bin ich echt mal gespannt. Das muss mich noch überzeugen in der Anwendung. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich das abschminken. Und zwar von Magnetone Wipeout Swipes Eco-Friendly Microfiber Make-up Removal Pads. Das ist, ne, richtig klasse, dass sowas mit drin ist. Ich mag das. Ne? Ich finde diesen Trend auch gut, dass es jetzt immer mehr in den Beautyboxen vertreten ist. Denn ich finde, von diesen Dingern kannst du eigentlich so gut wie nie genug von haben. Hier haben wir jetzt 2 Stück von drin. Finde ich klasse. Also das ist eine ganz tolle Alternative zu den Wegwerf-Abschminkpads, sage ich jetzt mal dazu. Und hier steht zwar, du kannst es halt nur mit Wasser machen und du kannst es bis zu 1000 Mal wiederverwenden und so weiter. Brauchst da kein extra Reinigungsprodukt für. Ja, ne? Aber ich mache da immer ein Reinigungsprodukt mit bei, muss ich gestehen. Oder ich mache mir das halt, dass ich mir erst meinen Cleansing Balm drauf mache und mich dann quasi abschminke und dann hier mit abnehme. So, genau. Ist aber ein schönes Produkt. So, hier haben wir etwas drin von Süß. Ayeko Zodiac Lit Gloss Galactic. Oh Gott, ein Cream Eyeshadow. Shimmer and Shine Zodiac. Und ich habe hier wohl so eine kupferfarbene Farbe. Ich meine, dass ich auch schon auf Instagram gesehen habe, dass es da auch Silber von gibt. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt besser gewesen wäre. Ich freue mich da tatsächlich drüber, dass ich diesen Ton habe. Ich weiß jetzt auch nicht, was bei euch in der Box drin ist. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. So, dann machen wir hier mal diese Verpackung. Upsala, auf. Also heute bin ich irgendwie, ne? Süß 4 Milliliter, ne? Das, aber viel mehr brauchst du wahrscheinlich von sowas auch nicht. Das ist jetzt auch noch verschlossen. Also, meine Fingernägel weinen. Die sind frisch lackiert, Leute. Ist ganz schön hartnäckig, dieses Klebeding. Okay, das kommt hier... Okay, sehr intensiv raus. Ayeko, da habe ich ja auch meinen Lieblings-Eyeliner von dem Black Magic Liner. Der ist echt klasse. Und das soll man sich dann... Ich meine, das ist ja auch innen, ne? Dass man sich so einen Gloss-Effekt auf das Augenlid gibt. So ist es natürlich sehr pigmentiert und sehr intensiv. Jetzt verteile ich das mal so ein bisschen. Oh, sehr, sehr ergiebig tatsächlich. Das stimmt wohl. Aber es ist dann wirklich eher wie ein Gloss. Also du hast dann die Glitzerpigmente... die dann so zu sehen sind. Das sieht aber hammermäßig gut aus, ne? Wenn das jetzt auch nicht in die Fältchen rutscht, dann bin ich zufrieden. Man kann sowas aber auch, wenn es zu klebrig ist, nehmen und darüber dann noch einen Lidschatten aufgeben, ne? Also so einen Schimmer-Lidschatten. Aber du hast ja schon sehr grobe Glitzerpigmente drin. Da hoffe ich, dass mir das echt nicht irgendwo hinrutscht. Aber, wie gesagt, kommt ins Fullface Schminky mit rein. Finde ich eigentlich ganz, ganz nice, so, ne? So, wir haben ganz schön viele kleine Tübchen dieses Mal dabei, was nicht schlimm ist, weil... Wie man auch auf der Lookfantastic Homepage sieht, die haben ja so einen Online-Shop, ne? Haben die sehr hochpreisige Produkte. Und ich finde es ganz cool an der Lookfantastic Box, dass man so jetzt in den Genuss kommt, einfach hochwertige Produkte einfach nur mal auszutesten, zu schauen, ob man das verträgt und man das mag. Und wenn man es ganz geil findet, kann man sich das nochmal in groß nachkaufen.
Hier habe ich jetzt von Madara, da habe ich auch schon mal mit denen, die haben mir schon mal Base-Produkte zugeschickt. Richtig cool, die Foundation ist ein Traum. Madara Organic Skincare SOS Recharge Cream. Scientifically proven to rehydrate skin. Also das soll halt mit 20 Millilitern dafür da sein, dass deine Haut wieder intensiv mit Feuchtigkeit versorgt wird. Natürlich haben wir hier diese wundervolle Hyaluronsäure mit drin, die du immer jetzt irgendwie gefühlt überall mit dabei hast. Das soll wirklich die Feuchtigkeit in die Haut einschließen und altersverhindernde Antioxidantien zu haben. Okay, läuft. Ja, ne? Ist cool. Mag ich auf jeden Fall. Lass ich aber noch zu, weil wenn man sowas aufmacht, dann hat das ja einen Ablauf, ne? Darf man nicht vergessen. Das hier wurde, glaube ich, angeteasert von Balance Me, oder ist das Ilamaska-Gedöns gewesen? Weiß ich nicht. Balance Me AHA Glow Mask. Und hier sind 10 Milliliter drin und das ist halt eine Gesichtsmaske. Ich mag Gesichtsmasken. Ich mag, wenn mein Gesicht Glow hat, wie man offensichtlich heute auch sehen kann. Und sowas sind dann zwei Anwendungen. Jo, ist doch nett. 15 Minuten lässt du es drauf. Dann hast du ein wundervolles Gesicht. Kannst mit warmem Wasser abwaschen und alles ist wundervoll. Finde ich gut, ne? AHA ist halt so eine Säure. Da muss man halt gucken, ob das überhaupt Sinn ergibt, dass man sich Säure aufs Gesicht gibt, um es dann wieder abzuwaschen. Keine Ahnung, aber es gibt ja auch Säurepeelings und so ein Kram, ne? Aber gut, ja. Wird auf jeden Fall ausprobiert, weil mittlerweile traue ich mich dann vielleicht doch etwas mehr an Säuren dran. Ja, einen habe ich hier noch. Bubble Tea. Strawberry Macaron. Oh, Hand and Body Butter. 50 Milliliter. Und ja, sowas ist natürlich ziemlich geil, ne? Ich mag ja süße Düfte richtig, richtig gerne. Das ist echt mein Ding. Und als Handcreme Erdbeermacarons. Oh, geil. Als Körper kann ich mir das auch vorstellen, aber dann ist das rucki zuck leer, ne? Naja, aber ich mag dieses, dass man so ein Hexagon, glaube ich, hat, ne? Um das aufzudrehen, finde ich immer sehr angenehm. Mag ich tatsächlich. Ist noch verschlossen. Ach, es riecht aber raus. Mega intensiv. Doch, das finde ich cool. Ich habe jetzt gerade nur überall Glitzer, da muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das anpacke. Also wir haben hier echt viele Produkte drin. Das sind 6 Produkte, ne? Ja, normalerweise haben wir 5 Produkte in der Beautybox mit drin. Ich glaube, dass wir hier preislich auch ganz nice liegen. Ich beschwere mich nicht. Coole Box, denkt an die Verlosung auf jeden Fall. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Abo-Boxen, Unboxings, Beauty-Boxen, Box-Box. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!